Kryptoregulierung wird, so meine Überzeugung, ich denke, es gibt sehr gute Argumente dafür, organisierte Kriminalität und Terroristen praktisch nicht schaden, aber der Zivilgesellschaft. Dieses Argument ist ziemlich alt, steht schon in den ersten Papieren und hat unter uns gesagt, praktisch nichts bewirkt. Weil ich das Gefühl habe, dass in politischen Diskussionen Argumente sehr, sehr wenig bewirken. Wir sind dann damals, als so 92, 93 mal wieder die Key Escrow, Key Recovery Debatte aus den USA kommt, richtig hoch geschwappt ist, in ein neues Forschungsfeld gegangen, die Steganographie. Steganographie ist eine alte Kunst, wie man Daten verstecken kann, also geheime Daten verstecken kann in größeren Datenmengen, die normal erscheinen. Also was weiß ich, man könnte geheime Daten verschlüsselt einbetten in Bilder und die Bilder selbst sehen danach praktisch genauso aus und sind sehr unauffällig. Und wir haben das entwickelt und da auch die Forschung vorangetrieben. Es gab Jahre, wo ich denke, dass wir da zumindest in Europa die beste Forschungsgruppe hatten im Bereich Steganographie. Und wir haben das auch vorführen können. Teilweise auch, wie wir Daten einbetten in Videokonferenzen. Wir haben einen richtig schönen Demonstrator gebaut, wo man da Dinge sehen konnte. Das haben wir auch vorgeführt. Beispielsweise im Hessischen Landtag, da ist jedes Jahr großes Treffen der Datenschützer. Ein Jahr hatten sie uns eingeladen, ich glaube es war 98. Wir wollten das vorführen. Dann hieß es ja, also im Plenarsaal gibt es aber leider keine Leinwand. Wir haben gesagt, wir brauchen aber eine Leinwand. Wir haben es dann geschafft an einem Nachmittag, dass da wirklich ein Dübel gesetzt wurde in die Stirnwand des Hessischen Landtags, damit dort eine Leinwand aufgehängt werden konnte. Und wir demonstrieren konnten, wie sieht das aus? Bilder zeigen. Der Erfolg war durchschlagend. Was ich mir als Grundlagenforscher gewünscht hätte, ist, dass hinterher irgendjemand gekommen wäre und gesagt hätte, und was ist hinter den Bildern, die er zeigt? Wie macht ihr das genau? Und das gerne erläutert hätte. Niemand kam, wollte niemand wissen. Haben sie uns alles geglaubt? Konnten sie auch, okay, wir haben nicht geblufft, es war real, was zu sehen war. Aber eigentlich hätte man es kritisch hinterfragen müssen, was niemand getan hat. Und die Bilder waren sehr, sehr eindrucksvoll. Und da fühlten sich Leute richtig berührt. Also da hat ein Staatssekretär aus dem bayerischen Innenministerium uns als Unterstützer des Terrorismus bezeichnet. Da hat ein Bundesjustizminister gesagt, ja, wenn das so ist, da macht ganz offensichtlich Kryptoregulierung keinen Sinn. Also die Bilder haben wirklich beeindruckt. Was will ich daraus lernen? Naja, es gibt manche Disziplinen, da ist es sehr einfach, Bilder zu haben. Im Bereich Steganographie, wenn man in Bilder einbettet, das ist sehr schön zu zeigen. Und leider in vielen anderen Feldern ist es nicht klar, oder es ist nicht einfach, die Botschaft, die man hat für die Politik, als Bild darzustellen. Also es ist eine Frage, die mich seitdem immer wieder bewegt. Wie können wir das, was uns ganz wichtig ist, also unsere Botschaft, so verdichten, so darstellen, dass sie im Grunde innerhalb weniger Sekunden fassbar wird? Weil ich den Eindruck habe, dass die politische Aufmerksamkeit, das gilt für die Massenmedien, das gilt aber auch für die Aufmerksamkeit von Politikern, im Grunde in Sekunden zu messen ist. Mhm. Nicht in Minuten, nicht in Stunden. Mhm. Also, da war ein Erfolg. Da hat dann die Bundesrepublik entschieden, wir stimmen innerhalb der OECD gegen die von den USA eingebrachte bindende Richtlinie, dass alle Kryptographie, die in den Industriestaaten, also Club der OECD, gebaut und vertrieben wird, sozusagen eine Hintertür enthalten muss, also Key Recovery. Das ist wahrscheinlich der größte Erfolg, den wir jetzt sozusagen als politisch agierende Bürger vor dem Hintergrund, dass wir natürlich als Wissenschaftler die Grundlagenarbeit gemacht haben, die wir dort hatten. Ich will auch reden über den größten Misserfolg.
Der größte Misserfolg, den wir haben, ist, dass es uns nicht gelungen ist, Politiker zu überzeugen, dass die sogenannte Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten ein großer Unsinn ist. Weil es gilt da inhaltlich etwas sehr Ähnliches wie bei der Kryptodebatte. Die Leute, die in kleinen, geschlossenen Gruppen etwas tun wollen und um Terrorakte zu planen oder auch meinetwegen um einzelne Fotos im Bereich Kinderpornografie auszutauschen, brauche ich nicht ein Höchstleistungskommunikationsmedium. Es reicht mir relativ bescheidenes Übertragungsvolumen, relativ bescheidene Realzeitanforderungen. Und das ist etwas, was jeder, der möchte, selbst dann, wenn es in vielen Staaten Vorratsdatenspeicherung gibt und die dort auch durchsetzbar ist, immer noch erreichen kann, indem er Strukturen nutzt, Server in Ländern, wo es keine Vorratsdatenspeicherung gibt. Oder wir entwickeln zurzeit auch basierend auf dem DC-Plus-Netz einen Anonymisierungsdienst der nächsten Generation, wo es Vorratsdatenspeicherung einfach überhaupt nicht mehr geben wird, weil es nichts gibt, was man sinnvollerweise auf Vorrat speichern könnte. Also da haben wir, denke ich, sehr gute wissenschaftliche Argumente, warum es nichts bringt. Es ist uns nicht gelungen, das auf ein Bild zu verdichten. Und es ist dann einfach das passiert, was die Amerikaner über die OECD wollten. Sie hätten es innenpolitisch nie durchgekriegt mit dem Key Recovery. Sie wollten es außenpolitisch machen über die OECD. Und die Data Retention hätte vermutlich auch kein Nationalstaat durchgekriegt. Deswegen hat man es gemacht über eine EU-Richtlinie. Und das haben wir nicht verhindern können. Da muss man jetzt mal schauen, wird diese Richtlinie vielleicht irgendwann überprüft, wird da weiter nachgeschaut. Also vielleicht ist da auch noch nicht alles vorbei. Aber das ist aus meiner Sicht der Punkt, wo ich jetzt als Bürger sage, nein, das, wie wir argumentiert haben und wie wir auch glauben, sehr gute Argumente zu haben, das hat sich nicht durchgesetzt. Und das kann jetzt natürlich auch wiederum mit Bildern zu tun haben, und zwar jetzt Bilder anders gemeint. Jeder, der Verbrechensaufklärung machen will, wird den politischen Entscheidungsträgern Bilder zeigen von entführten und zerstückelten Kindern, von missbrauchten Kindern. Und er wird einen über diese Bilder einen emotionalen Druck aufbauen, dass da etwas getan werden muss. Verständlich, wenn man da was tun kann, sollte man da auch was tun, das ist völlig klar. Aber der Druck ist emotional so stark, dass zumindest aus meiner Sicht einfach der Verstand aussetzt und diese Leute jedes Maß verlieren, ob denn die Maßnahmen, die jetzt vorgeschlagen werden, was man gegen diesen Missbrauch von Kindern, gegen dieses Kidnapping von Kindern und so weiter tun kann, ob das denn wirklich wirkt. Und an der Stelle, unser größter Erfolg war, wir hatten Bilder und die Bilder haben gewonnen. Und unser größter Misserfolg war, da hatten andere Bilder und die Bilder haben gewonnen. Die Schlussfolgerung ist, dass ich fast das Gefühl habe, in der politischen Diskussion kommt es auf Argumente kaum an. Es sind die Bilder, die entscheiden. Und von mir aus noch eine dritte Klasse von Bildern. Die einstürzenden Twin Towers. Diese Bilder hat jeder von uns in seinem Kopf gespeichert. Sie sind da. Wir empfinden es als eine Riesenkatastrophe. Wenn man nüchtern hingucken würde, 5000 irgendwas Tote, nicht mal, weniger. Ich glaube 3600. 3600. Ein Bruchteil dessen, was wir an Toten jedes Jahr im Straßenverkehr haben. Das heißt, wenn ich eigentlich meine Bevölkerung schützen will, dann muss ich nicht gegen diese Terroristen kämpfen, sondern muss ich mich fragen, wie wir unseren Straßenverkehr anders organisieren. Wenn ich gucke, warum sind die Twin Towers eingestürzt? Vermeintlich wegen diesen Flugzeugen. Klar, ohne die Flugzeuge wären sie an dem Tag auch nicht eingestürzt. In dem Sinne, ja. Aber nach allem, was wir heute wissen, die Twin Tower wären viele Stunden später eingestürzt, falls sie denn überhaupt eingestürzt wären. Wenn die Brandschutzvorkehrungen an
den Stahlskeletten der Twin Towers so gewesen wären, wie die Vorschriften waren. Das heißt also, eigentlich haben die Terroristen nicht wohlgebaute, wohlunterhaltene Gebäude zum Einsturz gebracht, sondern da waren Gebäude einfach nicht so betrieben, nicht in einem Zustand, dass sie so hätten sein dürfen. Und diese Form von Kritik, dass man einfach sagt, okay, und jetzt geht's nicht los mit einem Kampf gegen den Terrorismus, sondern jetzt schauen wir uns mal die Bausubstanz an und machen entsprechende Brandschutzvorkehrungen, das habe ich aus den USA nie gehört. Es ist vermutlich billiger und für Politiker auch prestigeträchtiger zu sagen, wir machen jetzt einen War on Terror, als wir kümmern uns mal um den Brandschutz in unseren öffentlichen Gebäuden oder auch in den wirtschaftlich genutzten Gebäuden. Also insoweit, die Macht der Bilder ist ungeheuer groß und an der Stelle auch vielleicht noch die Bemerkung, die Bilder, die wir sehen, die neue Multimedia-Welt, auch viele Bilder, die ja inzwischen von Amateuren gemacht werden und die dann weiter verbreitet werden. Einerseits, ich finde es gut, dass Informationen nicht mehr unterdrückt werden kann. Aber wir sollten als Gesellschaft noch gucken, wie lernen wir einen sinnvollen Umgang mit diesen Bildern, sodass nicht uns diese Bilder jede Rationalität und jeden Verstand rauben und uns einfach drängen, Dinge zu tun, die einfach irrational sind und nicht wirklich hilfreich.